Der Hohensteinernsthaler Pfaffenberg ist zu jeder Jahreszeit ein beliebtes Ausflugsziel. Auch weil man von hier oben einen wunderbaren Blick hinüber ins Erzgebirge hat. Wegen des vielen Schnees waren im Januar vor allem Wintersportler auf dem Berg über der Kamai-Geburtsstadt unterwegs. Auf den Feldern wurden Loipen gezogen, die ganz besonders am 17. Januar, einem sonnigen Wintersonntag, die Freunde des Skilanglaufes anlockten. Die guten Wintersportbedingungen waren ein klitzekleiner Trost für all die, die eigentlich im Skiurlaub auf anderen Pisten in dieser Welt unterwegs sein wollten. Der viele Schnee nach Silvester animierte bundesweit zum regen Schneemannbau. Während manche Schneefiguren schon nach kurzer Zeit dahinschmolzen, konnten zum Beispiel in unserer Region ganze Schneefamilien erschaffen werden. Ein Matroschka-Schneemann entstand in Augustusburg. Wie die Schöpfer mitteilten, befindet sich unter diesem über 2 Meter Schneemann ein kleinerer. Ein Sturm häufte so viel Schnee an, dass man dem alten einen neuen Schneemann überstülpte. Da steht er nun mit seinen formvollendeten Kurven schön anzuschauen und lädt ein, Schnappschüsse von ihm zu machen. Wem der Schneemann gefällt, kann gern etwas spenden. Die Schöpfer sammeln für die Abikasse 2022. Wegen Corona mussten und müssen andere Spendensammelaktionen leider ausfallen. Wanderer, die vor Wind und Wetter geschützt ein wenig an Niederfronas Querweg verweilen möchten, können dies nun wieder in 2 Wanderhütten tun. Wir haben natürlich nach der Zerstörung oder zur wiederholten Zerstörung dieser Wanderhütte hier am Querweg, haben wir uns natürlich entschlossen, die wieder herzustellen. Und ich glaube, zum richtigen Moment, denn vor Weihnachten, da lag noch kein Schnee. Und die ist wirklich sehr frequentiert, jetzt genutzt worden von vielen Skifahrern. Und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung, die Wanderhütte wieder herzustellen. Sie unterscheidet sich von den vorherigen Wanderhütten, die Kriminelle zerstört hatten. Na, die Besonderheit ist, dass das aus einem Material jetzt hergestellt worden ist, was nicht ganz einfach sich so entzündet. Dass eine neue Hütte aufgestellt wurde, wird viele Wanderer freuen. Der Querweg in Niederfrona, der wird schon ganz, ganz viel genutzt von Wanderern, von Radfahrern. Und deshalb ist das ein guter, sag ich mal, Willkommensort, um hier mal Rast zu machen. Und vor allen Dingen, wenn man mal in die Landschaft schaut, kann man ja natürlich von hier aus fast bis nach Leipzig schauen, bei guter Sicht, genauso wie in Richtung Limbach. Man sieht hier die Kirche von Oberfrona. Also man hat hier rundherum eine sehr gute Sicht. Niederfronas Bürgermeister Klaus Kertscher hofft, dass man natürlich auch von seitens der Wanderer darauf mit achtet, beziehungsweise auch der Anwohner hier natürlich mit Obacht gibt, dass die Hütte lange, lange stehen bleibt. Zumal sie nicht an einem x-beliebigen Ort steht. Der Querweg ist schon hier eine Verbindung geworden zwischen den Chemnitztal und natürlich den Muldental. Und deshalb ist auch dieser Querweg hier natürlich sehr frequentiert. Vor allem jetzt von vielen Einheimischen, weil wegen der Corona-Verordnung Bewegung an der frischen Luft und Sport nur im Umkreis von 15 Kilometern des Wohnbereichs oder der Unterkunft erlaubt sind. Die Stadt Limbach-Oberfrona schließt sich der Initiative der Gemeinden aus Mittelsachsen an, die sich für eine Öffnung der gültigen Verordnung für das Verfahren Click and Collect aussprechen. Die Situation im Einzelhandel, insbesondere in den kleineren Städten, ist ja bekannt, dass das so die Situation schon schwierig ist. Aber jetzt aufgrund des Lockdowns, des zweiten Lockdowns, hat sich das natürlich noch mal extrem zugespitzt. Und man muss aber fragen, was es vielleicht für Zwischenvarianten gibt, um die Händler irgendwie zu stützen und das Abhandeln in Online-Bereichen ein bisschen zu unterbinden. Und dieses sogenannte Click and Collect, das heißt, man bestellt, vereinbart einen Termin und holt dann die Ware ab, ist ja in vielen Bundesländern erlaubt. Allerdings hatte Sachsen durch die höhere Inzidenzzahlen, jetzt hat sich das ein bisschen angeglichen. Und wir denken, dass dieses System sicher ist
Und einfach als Hoffnungsträger auch für die Händler, dass wir das jetzt unverzüglich auch in Sachsen mit einführen sollten. Also das ist eigentlich unsere Forderung, die nicht bloß hier aus dem Landkreis Zwickau kommt, sondern eben aus, zum Beispiel aus dem Landkreis Mittelsachsen, aber insbesondere eben aus der Händlerschaft, die tatsächlich Existenzängste natürlich hat. Und wir müssen einfach gemeinsam sehen, dass wir hier trotz der komplizierten Pandemielage auch Lösungen finden, damit sozusagen kein wirtschaftlicher Kahlschlag hier entsteht. Die 15-Kilometer-Regel bietet die Gewähr, dass es nicht zu einem Einkaufstourismus in andere Städte kommt. Mit der Bitte um Unterstützung für das Verfahren Click and Collect hat sich der Oberbürgermeister auch an die örtlichen Abgeordneten des Sächsischen Landtages gewandt. Der Museumsbahnhof in Margersdorf-Taucha, dass es den so gibt, ist 7 Eisenbahnfans zu verdanken, die am 3. Februar 2001 den Verein Eisenbahnfreunde Chemnitztal gründeten. Wir feiern also im zweiten Corona-Jahr jetzt unser 20-jähriges Jubiläum. Ob wir das in einem großen Fest machen können, das mag ich im Moment noch zu bezweifeln. Aber wir sind ganz optimistisch, dass wir zumindest unseren Museumsbahnbetrieb auch dieses Jahr wieder anbieten können. Die Vereinsgründung hatte 2001 einen speziellen Anlass. Zu dieser Zeit war die Chemnitztalbahn gerade stillgelegt worden, also der Verkehr eingestellt worden. Und unser Ziel war doch, hier irgendwie was zu erhalten und zu erreichen, dass ein Stück Schienenverkehr die Geschichte für die nachfolgenden Generationen auch noch sichtbar bleibt. Und wir haben also ganz klein angefangen, haben uns im alten Lokomotivschuppen eingemietet. Und so ist das dann über die Laufe der Jahre gewachsen. Und mittlerweile hat unser Verein ja 75 Mitglieder. Neben der Gewinnung vieler Mitstreiter gab es noch andere Erfolge. Als größten Erfolg können wir sicherlich betrachten, zum einen, dass wir das Gelände des Museumsbahnhofs hier erwerben konnten von der Deutschen Bahn. Und natürlich ein großer Erfolg für uns, dass wir ein Stück Museumsbahnstrecke erhalten können und konnten. Und der Zweckverband Chemnitztal-Radweg uns dort in großem Maßen geholfen hat und auch den Radweg hier in unserem Abschnitt parallel zur Strecke gelegt hat und nicht auf der ehemaligen Strecke. Mit den Museumseisenbahnern auf der Strecke unterwegs zu sein, ist zu jeder Jahreszeit und selbst bei schlechtem Wetter ein beeindruckendes Erlebnis. Das Highlight unserer Strecke oder unseres Museums in dem Sinn ist natürlich die Fahrt mit unserem offenen Aussichtswagen. Wir fahren hier entlang des Chemnitzflusses, der im Schweizertal entlang der Strudeltöpfe sich schlängelt, zweimal über die Chemnitz führt und man also die Landschaft des Tales hier aus einer ganz anderen Perspektive erleben kann. Unsere historischen Anlagen sind natürlich sehenswert. Wir haben den größten Unterwegsbahnhof der ehemaligen Strecke etwa in Streckenmitte hier und die Anlagen sind erhalten geblieben, von der Gleiswaage übers Lademaß, die Güterverwaltung. Und man kann also sehen, welchen Stellenwert die Chemnitztalbahn für die Industrie und für die Menschen hier in Chemnitztal hatte. Zur Vereinsarbeit der Eisenbahnfreunde gehört nicht nur das Genießen. Ja, der Museumsbahnbetrieb ist natürlich nur ein kleiner Teil unserer Arbeit. Um diesen Museumsbahnbetrieb überhaupt zu ermöglichen, sind natürlich die Anlagen zu erhalten, also die Gleisanlagen. Wir müssen unsere Gebäude erhalten. Die beiden Brücken hat uns freundlicherweise der Zweckverband Chemnitztal-Radweg mit saniert und auch geprüft, sodass wir also einen wirklich sicheren Bahnbetrieb hier durchführen können. Unsere Personale müssen regelmäßig geschult werden. Also es ist so umfangreich, dass man gar nicht alles aufzählen kann, was da zum Betrieb einer Museumseisenbahn dazugehört. Ein guter Wille und unzählige ehrenamtliche Arbeitsstunden reichen nicht allein, um ein Museum wie den Bahnhof Margersdorf-Taucha am Leben zu halten. 2006 wurde die Bundesstraße 107 hier in der Ortslage in Margersdorf durch unser Museumsgelände gebaut. Aus diesem Grund wurden zwei Weichen hier am südlichen Bahnhofskopf entfernt, also zurückgebaut. Und der Bahnhof, Sie sehen es im Moment ja gerade hinter mir, sieht etwas gerupft, sage ich immer aus. Es fehlen einfach die Weichenverbindungen hier, um auch einen interessanten mal Rangierbetrieb den Besuchern unseres Museums zeigen zu können. Die geplante Neuverknüpfung der Gleise 1 und 3 kann nun dank der Fördermittel des LIDER-Programms für die Entwicklung des ländlichen Raums in Angriff genommen werden. Wir also jetzt nach Ostern mit den Bauarbeiten beginnen können. Preiswert ist das Vorhaben nicht. Das Gesamtprojekt beträgt 186.000 Euro und wir haben das Projekt in zwei Teile aufgeteilt. Der große Teil ist bei diesem LIDER-Förderprogramm beantragt wurden und von diesem Programm haben wir jetzt vom Staatsminister Thomas Schmidt rund 500 Euro Fördermittel bekommen. Für den notwendigen Eigenanteil sucht der Verein Eisenbahnfreunde Chemnitztal noch Unterstützer.
Wir hoffen ganz sehr, dass uns noch viele, viele Chemnitztaler, viele, viele Freunde unserer Museumsbahn, Besucher der Region unterstützen bei unserem Vorhaben hier, diese Anlage wieder historisch herzurichten. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist natürlich eine Spende auf unser Projektkonto. Wir bieten aber auch was Besonderes. Wir haben die Möglichkeit einer Schwellenpatenschaft geschaffen. Also Sie können eine eigene Schwelle bei uns im Gelände erwerben, sozusagen auf diesem neu zu bauenden Gleisen hier. Die trägt dann auch ihren Namen. Die bekommt also eine kleine Tafel, auf der Sie ihren Namen lesen können. Und ja, wir würden uns freuen, wenn wir noch eine ganze Reihe Paten finden, die sich bereit erklären, mit einer Schwellenpatenschaft unser Projekt zu unterstützen. Zurzeit macht der Museumsbahnhof Winterpause. Ja, wenn es die Corona-Lage zulässt und die Verordnungen der Staatsregierung, dann hoffen wir, dass wir Ostern unsere Saison wieder eröffnen können, wie wir das eigentlich ja jedes Jahr tun. Und am Ostersonntag um 10 soll es eigentlich losgehen und der erste Zug ins Tal hinunter in Richtung Diedensdorf rollen. Das ist eine Gelegenheit, die Strecke, die Eisenbahnfreunde und ihr Projekt kennenzulernen. In Sachen Schwellen wäre noch zu sagen: Der Chemnitz-Talbahn hier gibt es seit über 100 Jahren, weit über 100 Jahre, also 1902 eröffnet. Und natürlich hat auch die Eisenbahn in der Zeit ihres Bestehens, des Betriebes, Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Wir haben bei uns auf dem Gelände also wirklich Schwellen aus der Anfangszeit. Wir haben Holzschwellen liegen, wir haben Schwellen aus den 30er Jahren liegen, das sind Stahlhohlschwellen. Und wir haben auch aus den 70er und 80er Jahren hier schon DDR-Betonschwellen liegen. Und Denkmalschutz hat uns gesagt, wir sollen doch bitte für den Teil, den wir wieder aufbauen, hier Holzschwellen verwenden. Statt den Eisenbahnfreunden Blumen zum 20. Jubiläum zu überbringen, könnte man zum Beispiel eine Schwellenpatenschaft übernehmen. Noch einmal der Appell an Sie, wenn Sie unser Projekt unterstützen möchten, wenn Sie die Chemnitz-Talbahn hier erhalten möchten und mit dazu beitragen möchten, werden Sie Schwellenpate bei uns und sichern Sie sich Ihr eigenes kleines Denkmal bei uns hier auf dem Museumsbahnhof. Treffpunkt war zwar die Burg Grabenstein, aber sie kamen nicht wie die alten Rittersleut, sondern bunt kostümiert wie immer zum Fasching. Fasching ist ganz, ganz anders. Eigentlich wären wir ja schon seit Donnerstag unterwegs gewesen. Donnerstag Köln, Freitag MHH, Männer in heißen Höschen in Hohenstein-Ernstthal. Und heute unsere eigene Fete in der Parkschenke. Aber das ist ja nun alles leider, leider nichts geworden. Ein Los, das der Niederfronaer Karnevalsclub mit allen Faschingsvereinen teilt. Neben den genannten Veranstaltungen laden viele Vereine auch zu Rentner-, Weiber- oder Kinderfasching ein. Mit einem Programm, das über Monate vorbereitet wird. Ein großer Schwerpunkt des Vereinslebens. Für das ist die jetzige Corona-Pandemie mit all den Beschränkungen. Also ich würde sagen, tödlich, weil man könnte nichts machen. Man kann sich eigentlich nicht treffen. Und das ist natürlich schlecht für das ganze Vereinsleben. Die Narren aus Niederfrona haben, weil das halt auch, sag mal, eine unabwegbare Sache war, sag mal, relativ zeitig auch alle Anstrengungen eingestampft, weil es ja voll nach hinten losgegangen wäre und nicht bezahlbar und nichts gewesen. Also haben wir für uns Spaß und das muss leider reichen. Fasching komplett ausfallen lassen mochten viele Narren nicht. Mit dem richtigen Hygienekonzept war das eine oder andere möglich. Die Hygiene Corona habe ich ja schon gezeigt hier. Also ganz sicher sind wir, also wir haben sozusagen bei der Maske 200-prozentige Sicherheit, indem wir zwei Masken aufhaben. Ja. Einmal die geforderte Maske und zweitens die Designermaske. Und ganz wichtig, Abstandsregel. Ja. Und zwar haben wir, sind wir bei, das ist ein Weitwinkelobjektiv, ja. Sind wir bei 133%, ja, 1,50 Meter wäre 100%, wir sind 2 Meter, haben 133% Sicherheit. Damit kann es nur noch runtergehen. Und für was mussten am 13. Februar die Corona-Regeln eingehalten werden? Es gibt da so eine Agentur Lauf mit, die kommt auch irgendwo aus der Kölner Ecke und die haben organisiert einen Lauf virtuell. Mit Abzeichen und allen möglichen drum und dran. Und das Ganze wird halt damit gemacht, dass man halt seine Zeit stoppt mit der Uhr, mit dem Smartphone etc. pp. Und das dann einschickt. Also
die einzige Möglichkeit, da irgendwo was zu machen. Stramme Waden haben Karnevalisten von Natur aus. Die 15 Kilometer Faschingswanderung von Rabenstein nach Niederfrohna, also kein Problem. Dieselbe Strecke, da sind wir schon mehrmals gelaufen, auch andere Strecken, weil wir einfach fit bleiben wollen. Ja. Und wenn man so sagen, früher bin ich auch gerannt. Zurzeit ist die Fitness ein bisschen weg. Das wird zurzeit nichts. Auch weil der Rucksack wegen Corona viel schwerer ist. Das Wichtigste ist ja eigentlich, immer schön für Desinfektionsmittel in Thermoskannen sorgen bei der Wanderung und für die Verpflegung. Dann klappt das alles. Und ich wünsche allen Karnevalisten trotzdem noch ein schönes Karneval und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Ganz wichtig. Und natürlich grüßt euch der ganze NCC ganz herzlich. Und dann ging es auch schon los. 11 Narren machten sich auf den Weg, die Corona-Regeln strengstens einhaltend, weil man schon aus der Ferne auffiel. Händchen halten durften nur Haus- und Lebensgemeinschaften. Nach rund 3,5 Stunden Fußmarsch über Stock, Schnee und Eis, die Pausen nicht eingerechnet, traf die Wandergruppe in Niederfrohna ein. Die Mitglieder aus Limbach-Oberfrohna hatte man in L.O. zurückgelassen, da man ja eh nicht Fasching in Niederfrohna feiern konnte. Am Ziel wurden die Medaillen vergeben. Eine Erinnerung an einen wirklich komischen Fasching 2021. Diese zwei durften sich küssen, weil sie miteinander verheiratet sind. Dass Fasching mal so über die Bühne gehen würde, das hätte ein Jahr zuvor noch niemand gedacht. Bleibt nur noch zu sagen: NCC! Ole, ole, ole! NCC! Ole, ole, ole! NCC! Ole, ole, ole! Niederfrohna! Hello! Corona! Pfui! Wurde am 26. Februar eine leere Kasse vorgehalten, folgte eine Woche später eine weitere. Im Grunde ein Sinnbild für das, was man seit 2020 im Einzelhandel, in der Gastronomie und anderen Branchen erlebt, wo, wegen der Corona-Schutzverordnungen, nicht wie gewohnt gearbeitet werden darf. Je länger dieser Zustand anhält, desto größer wird der Berg der Kassen, die leer sind. Am 5. März machten zum zweiten Mal Händler und Gastronomen auf dem Stolberger Hauptmarkt darauf aufmerksam, dass sie öffnen möchten, weil ihre Existenzen akut bedroht sind. 2 Tage zuvor wurde der Beschluss der Bund-Länder-Gespräche bekannt gegeben, mit den Öffnungsperspektiven in 5 Schritten. Ich hätte mir gewünscht, dass eine Änderung der Strategie verkündet wird und nicht nur, wir machen das weiter, wir tun bloß an den Zahlen ein bisschen dran rumspielen. Dann wird ein A4-Blatt präsentiert, wo für den einen verständlich, für den anderen unverständlich draufsteht, wer wann, wie, wo, warum öffnen darf, aber die Strategie wird in keinster Weise geändert. Und das finde ich einfach nicht zu verantworten. Was viele nicht nachvollziehen können, ist: Wir haben ein Handarbeitsgeschäft, was uns von einem Buchladen unterscheidet. Ich freue mich für jeden Laden, der aufmachen darf, aber kann die Entscheidung nicht nachvollziehen, was bei uns anders ist. Wir halten Hygienekonzepte ein, wir würden Kunden einzeln einlassen, aber das, was hier abgeht, ich fühle mich eigentlich nur noch verarscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Gedankengang der Regierung war vom Grundsatz her erstmal nicht ganz so schlechter, sondern ein Versuch, also eine softe Öffnung hinzubekommen. Das Problem ist nur, bei uns im Erzgebirgskreis, wie vielen anderen Kreisen auch, die Werte über 100 sind, ist für uns letztendlich dann doch nichts Bewegendes, weil wir wieder zulassen dürfen. Und deswegen finde ich das keine gute Lösung, wie sie sich da entschieden haben. Im Grunde genommen müssen
wir mit dem Virus leben und auch eine Möglichkeit finden, mit einem Wert über 100 aufmachen zu dürfen. Weil das Problem ist, im Nachbarkreis, wenn ich Chemnitz da sehe, die werden ja trotzdem fahren, die Leute, weil sie jetzt fahren dürfen und einkaufen dürfen. Also werden die aus dem Erzgebirgskreis raus sich bewegen und werden nach Chemnitz fahren. Und da ist im Grunde genommen ja keinem was getan, weil der Kunde möchte konsumieren, der möchte seine Wünsche wieder erfüllen. Und dem ist es dann letztendlich egal, ob es im Erzgebirgskreis ist oder in Chemnitz. Er würde es natürlich gerne lieber hier machen. Und wir kriegen dadurch zwangsläufig eine Fluktuation, eine Bewegung rein, die eigentlich auch nicht gewollt ist. Und das ist für mich so ein Punkt, was für uns Händler nicht mehr zu ertragen ist und auch eigentlich nicht akzeptabel ist. Nach Click and Collect folgte Click and Meet. Das Problem ist, dass wir überhaupt nicht einschätzen können, wann wir öffnen dürfen und wie wir öffnen dürfen. Weil auch dieses Meet und Collect nicht das ist, was man gewohnt ist von einem Einzelhandel in einer Kleinstadt, wo man einfach hingeht und einfach eine Uhr oder ein Schmuckstück oder ein Spielzeug oder was auch immer kauft. Einige Kunden fanden sich auf dem Platz ein, um zu zeigen, dass sie das Anliegen der Händler unterstützen. Die kleinen Geschäfte, die werden alle kaputt gemacht. Warum könnten die nie öffnen? Verstehe ich nicht. Muss doch irgendwas kommen, ist doch die Politik vollkommen fehl. Hinzu kommt, dass nicht jeder im Internet shoppen möchte. Es gibt nicht wenige, die lieber klassisch einkaufen möchten. Weil man das hier anschauen kann und anfühlen. Weil das persönlicher ist für mich, wenn ich in den Laden gehe. Da kann ich mich mit jemandem unterhalten, dort wäre ich beraten, das wäre ich im Internet nicht. Dass man zurzeit nicht das Geschäft seines Vertrauens aufsuchen kann. Fehlt mir, sag ich ganz ehrlich. Kann so nicht sein. Ja? Warum darf man Schuhladen nicht aufmachen? Lauert dort der Tod? Die Politiker, die hier oben sitzen in Berlin, die haben keine Ahnung, was an der Basis los ist. Das können Sie mir glauben. Ja? Wenn ich irgendwas benötige, gehe ich in größere Supermärkte. Dort darf ich alles kaufen. Und die Einzelhändler werden hier regelrecht platt gemacht. Und deshalb sind wir hier, dass man sich mehr Gedanken machen sollte. Irgendwo vernünftig. Wir haben ja auch auf unseren Plakaten draufstehen, dass wir mit Verantwortung das irgendwo umsetzen wollen. Und mit Verantwortung schaffen wir das auch. Und das muss einfach mal allen klar werden in der Richtung. Seit Jahrzehnten gibt es so eine Kleinstadt wie Stolberg Mühe, dass wir unsere Stadt lebenswert, unsere Innenstadt lebenswert gestalten können. Dazu gehören Händler und Gastronomen, Dienstleister. Und wenn die jetzt die ganze Zeit nicht öffnen dürfen und das eine oder andere Geschäft dann auch schon schließt, dann ist es natürlich ein deutlicher Nachteil, der da im Entstehen ist. Und wir wissen ja auch nicht, wo es hingeht. Deswegen ist es natürlich eine schwierige Situation insgesamt. Und absolut nachvollziehbar, dass die Händler, Dienstleister, Gewerbetreibenden, Gastronomen, dass die hier zum Ausdruck bringen, dass sie Angst haben, dass sie Sorgen haben und dass sie sich ja, mehr Perspektive erhoffen. Ja, es ist einfach nicht mehr schön, jeden Morgen in Gesichter reinzugucken von den Mitarbeitern und die stehen und wissen, was machen wir heute, was können wir machen, was ist passiert nächste Woche, was passiert nächsten Monat. Man hat einfach keine Alternativen, man kann einfach nichts mehr sagen. Und das ist das, was einen mit einem ganz gruseligen Gewissen abends ins Bett jagt und morgens wieder aufstehen lässt, und weil man einfach keine Perspektive hat. Und das ist keine schöne Situation. Schon vor 9 Uhr standen die Ersten am Seiteneingang des Hohenstein-Ernsthaler Schützenhauses. Man wusste ja nicht, wie groß der Andrang am ersten Tag sein würde. In dem Kulturhaus, in dem Corona-bedingt im Februar 2020 die letzte große Sause über die Bühne ging, wird seit 18. März 2021 vom DRK-Kreisverband Hohenstein-Ernsthal Corona schnell getestet. Wir hatten eine Vorlaufzeit von ca. einer Woche, das hier alles in dem Haus, in dem Schützenhaus Hohenstein-Ernsthal zu installieren, aufzubauen, Mitarbeiter zu rekrutieren und den ganzen Ortsvereinen, die uns hier tatkräftig unterstützen, mit ins Boot zu holen, sodass wir das hier gemeinsam aufbauen konnten. Aufbauen heißt nicht einfach mal so hinstellen. Es musste allerhand beachtet werden. Hygienekonzepte, Einbahnstraßensystem bis hin zur eigentlichen Testung gehören ja dann viele, viele kleine Baustellen mit dazu, die wir da abarbeiten mussten. Die Testprozedur ist für die, die getestet werden möchten, sehr einfach. Sie kommen in das Gebäude, werden hier quasi in Empfang genommen. Sie werden registriert. Das Ganze läuft über die Kassenärztliche Vereinigung.
dass sie dort mit ihrer Chipkarte eingelesen werden. Dann wird das quasi dokumentiert. Dann werden sie in die nächste Position laufen, wo der Test vorbereitet ist. Die Mitarbeiter werden den Test als solchen dann durchführen. Und dann muss man ja, wie die Schnelltests alle so konstruiert sind, circa Viertelstunde warten, bis das Testergebnis dann vorliegt, und bekommen die Informationen und ein Schriftstück mit, dass sie den Test absolviert haben und dass er natürlich negativ hoffentlich ausfällt. Sollte er positiv ausfallen, werden sie gleich in einen separierten Raum geführt, und dort wird dann extra geschultes Personal gleich den PCR-Test anfügen, der dann quasi ins Labor geschickt wird, weil wir ja wissen, dass die positiven Tests nicht zwangsläufig Corona-behaftet sein müssen, sondern natürlich dann mit Quarantänemaßnahmen, also das, was wir sowieso schon dann machen bei einer positiven Testung, aber der PCR-Test dann in den nächsten 24 Stunden möglichst schnell dann darüber Auskunft gibt, ob es tatsächlich sich um eine Corona-Infektion handelt oder nicht. Derzeit plant man im Schützenhaus mit 200 bis 400 Testungen pro Tag. Man könnte es bei Bedarf noch weiter ausbauen, aber so sind wir jetzt erstmal aufgestellt mit dieser Rotkreuz-Mannschaft, mit den Mitarbeitern. Wir haben viele Telefonate heute schon bekommen, viele Anfragen von Firmen, wie wir das denn hier gestalten könnten. Was wir nicht realisieren können, ist eine telefonische Terminvereinbarung, sondern dass sie wirklich vielleicht vorher anrufen, wie sieht es gerade aus, sind Kapazitäten, staut sich es womöglich. Das könnte man telefonisch auch abfragen, aber ansonsten kann hier jeder zu den Öffnungszeiten ins Testzentrum kommen. Es gibt so einige Orte, an denen man derzeit ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen muss. Wenn Sie hier getestet worden sind, bekommen Sie natürlich eine Bestätigung, die Sie dann vielfältig nutzen können. Also sei es einmal für den Arbeitgeber, dass Sie dort nach der Corona-Schutzverordnung und der Testverordnung getestet worden sind von zertifizierten Testern, die wir ja extra ausgebildet haben. Und das Gleiche natürlich auch beim positiven Bescheid. Aber vor allem werden Sie darüber aufgeklärt, wie dann das Prozedere weitergeht. Also Sie werden auch vollumfänglich informiert, falls der Test positiv ausfallen sollte, wie es dann weitergeht. Das Hohenstein-Ernsthaler Testzentrum im Schützenhaus ist das erste des DRK-Kreisverbandes. Weil es auch von der Lage her für diese Gebietskörperschaft eine günstige Lage ist. Ob wir dann noch weitere Testzentren eröffnen, das müssen wir schauen, weil wir natürlich auch an unsere Kapazitäten geraten. Aber wenn der Bedarf sich abzeichnen sollte, dass das benötigt wird, sind wir natürlich gern bereit, auch an anderen Orten Ähnliches dann zu installieren. Was die Kosten für das Testzentrum anbelangt, ist das in den Rahmenverträgen geregelt. Aber der DRK-Kreisverband muss hier natürlich auch finanziell in Vorleistung gehen. Was sehr positiv ist, dass wir hier diese Örtlichkeit schon mal zum Nulltarif überlassen bekommen von der Stadt Hohenstein-Ernsthal. Das ist schon mal eine Erleichterung. Ansonsten müssen wir aber die ganzen Tests beschaffen und auch natürlich die Mitarbeiter vorhalten. Und dann müssen wir das quartalsweise mit der KV Sachsen verrechnen. Neben dem Testzentrum im Schützenhaus gibt es noch ein kleines mobiles Testteam. Was wir natürlich auch gern zur Verfügung stellen für Firmen, wo man quasi nicht einfach mal 200 Mitarbeiter hier ins Testzentrum schicken kann. Ansonsten soll das natürlich hier auch erst einmal anlaufen und natürlich auch ausgelastet sein. In der Nachbarstadt in Limbach-Oberfrohna steht der DRK-Kreisverband Hohenstein-Ernsthal in den Startlöchern in Sachen Impfung. Die Stadt Limbach-Oberfrohna ist hier schon in einer ganz hervorragenden Art und Weise in Vorleistung gegangen. Also hier warten wir eigentlich nur noch auf das Okay, das verbindliche Okay, dass wir auch Impfstofflieferungen in ausreichender Maße dann auch für diese externe Impfstrecke in Limbach-Oberfrohna bekommen. Wenn das okay da ist, kann es losgehen.
Derweilen wünscht man den Corona-Testern in Hohenstein-Ernsthal zu 100% Negatives. Für den Amerika-Tierpark Limbach-Oberfrohna ist der 23. März 2020 einer der schwärzesten Tage seit Bestehen der Einrichtung. Nachdem man Anfang März bei 2 verstorbenen Blaukehl-Guans die Vogelgrippe feststellte, wurden der Tierpark unter Quarantäne gestellt und sofort die Auflagen des Veterinäramtes des Landkreises Zwickau umgesetzt. In den folgenden Tagen starben allerdings weitere Tiere, weshalb der Landkreis am 22. März eine amtstierärztliche Verfügung über die Tötung der verbliebenen Vögel im Flamingoland erließ, die am 23. März durchgeführt wurde. 90 Vögel in 20 Arten betraf das, darunter Rosa Löffler, Seidenreiher und Rosa Sichler. Die Flamingos waren bei Ausbruch der Vogelgrippe zum Glück noch im Winterquartier, hatten damit keinen Kontakt zu anderen Vögeln und blieben somit verschont. Für den 30. März ist durch das Veterinäramt eine erneute Beprobung geplant. Weiße Zelte auf dem Parkplatz an der Geschwister-Scholl-Straße in Hartmannsdorf. Aufgeschlagen vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Döbeln-Hainichen. Dahinter der berühmte Impfbus, der seit einiger Zeit durch den Landkreis Mittelsachsen tourt und vom 28. bis 30. März einen Stopp in Hartmannsdorf einlegte. Sehr schön, dass wir in Hartmannsdorf diesen Impfbus jetzt bekommen haben, dass wir also die Leute jetzt nicht mehr noch mit weiterfahren müssen ins Impfzentrum. Ich denke, das ist auch für viele eine Erleichterung. Das ist ja gut so und ich kann nur hoffen, dass es viele auch annehmen. Letztlich muss es aber eher selber entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Die Gemeinde Hartmannsdorf organisierte die Termine für die Impfwilligen. Wir haben die über die Gemeinde angeschrieben, die Leute. Wir haben einen Termin bekommen, auch schon mit Mitarbeitern haben wir das auch schon so organisiert. Wir haben also einen Transport organisiert. Im Prinzip, dass sie sich nicht ums Auto kümmern müssen. Und hier ist es ähnlich gelaufen, über die Gemeinde den Termin für den Impfbus, der ja 3 Tage da ist. Und mit Rückmeldung dann, wer eben nicht kommen will oder wer gesagt hat, er ist schon geimpft. Aber es hat ganz gut funktioniert. Das Impfteam, bestehend aus 3 DRK-Mitgliedern, 2 ortsansässigen Hausärzten und einer Krankenschwester, hatte gut zu tun. Also wir haben gestern 120 Patienten geimpft oder Leute geimpft. Und heute sind ungefähr wieder 120, 130 angemeldet. Von denen, die sich im Impfbus haben impfen lassen, kann man sagen, also ich habe das Gefühl, dass die Leute schon sehr dankbar sind, dass wir das jetzt hier vor Ort verrichten, dass sie hier vor Ort geimpft werden können. Und das läuft eigentlich gut, die Resonanz, das ist gut. Wenn man pro Tag 120 Menschen in Hartmannsdorf impfen könnte, würde man bei den rund 4.500 Einwohnern zumindest mit der ersten Impfung in rund 5 Wochen durch sein. Im Moment eine Utopie. Aber zum Glück dürfen die Hausärzte in ihren Praxen mit dem Impfen beginnen. Also ab Dienstag, ja, nach Ostern soll es losgehen. Peu à peu, von Woche zu Woche soll mehr in den Hausarztpraxen geimpft werden. Wie das zahlenmäßig werden wird, das werden wir sehen. Schön, dass es überhaupt losgeht. Ja, endlich. Wir warten drauf. Ja. Wir hätten gerne schon früher damit angefangen. Dass die Hausärzte nun loslegen können, darüber sind alle froh. Was den Impfbus anbelangt. Entweder kommt der Bus dann nochmal, wird die Zweitimpfung dann durchführen. Da werden wir hoffentlich auch dann bei Zeiten informiert. Müssen wir jetzt gucken. Ansonsten, solange jetzt keine andere Möglichkeit besteht, wird weiter das Impfzentrum für uns, denke ich, der Ansprechpartner sein. Und werden die Leute weiter drunter fahren. Aber ich denke, dass so die nächste Kategorie, die 50, 60-Jährigen, denke ich, auch viel, viel mobiler sind als die ältere Generation, sich dann auch viele auch wieder selber kümmern können. Und ich habe die große Hoffnung, dass es dann über Hausärzte läuft und dass der ganze logistische Aufwand dann im Prinzip auch mal zu Ende ist. Draußen vor dem Schloss in Lichtenwalde und in der großen Parkanlage hatte Ende März der Frühling noch nicht wirklich Einzug gehalten. Die Bäume und Sträucher zeigten sich winterlich kahl. Nur die Sonnenstrahlen kündeten davon, dass die dunkle Jahreszeit vorbei ist. Ein großes Stück mehr und vor allem einen besonderen Frühling sollten Besucher eigentlich ab 1. April im Schloss Lichtenwalde erleben. Zwischen Knospe und Blüte zeigten sich die Zweige am Eingang einer neuen Sonderausstellung, Kirschblütenzweige.
Wir haben im Schloss Lichtenwalde eine neue Sonderausstellung vorbereitet, der Duft der Kirschblüte, textile Kunst aus Japan. Und hier geht es darum, welche Bedeutung die Kirschblüte in Japan hat, wo sich dieses Thema überall wiederfindet. Das ist einmal natürlich in der Natur, aber auf der anderen Seite auch in der textilen Kunst, in der kompletten Kultur der Japaner. Japan in Lichtenwalde. Manch einen verwundert das vielleicht, braucht es aber nicht. Passt sehr gut zu unserem Schloss. Wir haben ja unser Schatzkammermuseum im Schloss Lichtenwalde, wo wir sowieso China, Japan, Nepal, diese Themen in unseren Ausstellungen eh schon beinhalten. Und wir haben mit unseren Exponaten, die eben noch nicht ausgestellt sind bisher, hier eine neue Sonderschau kreiert. Die Sonderausstellung ermöglicht unter anderem, dass wir mal in voller Pracht vor allem die Kimonos zeigen der Japaner. Da bin ich vor allem sehr stolz, dass wir hier eine Reihe an Kimonos präsentieren können, die die Besucher hautnah erleben können. Letztendlich ist ja auch unsere Region hier sehr für Textil bekannt. Ob das nun Chemnitz ist oder Flöha, irgendwo findet sich ja auch hier wieder dieser Zusammenhang. Eine Augenweide sind ebenso andere Ausstellungsgegenstände. Wir betrachten jetzt nicht nur die Kimonos, wir haben auch andere Accessoires der Japaner, wie Fächer zum Beispiel oder Nezuke. Auch das Thema Samurai wird eine Rolle spielen. Oder wir haben Rollbilder oder wie hinter mir Vasen. Auch da findet sich das Symbol der Kirschblüte wieder. Nicht alle Exponate stammen aus dem Schlossdepot. Außerdem werden die Exponate von uns unterstützt durch 5 Leihgaben der staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Grassi-Museum Leipzig. Die 2 gehören ja zusammen. Und hier haben wir die Samurai-Rüstung, Samurai-Schwerter haben wir als Leihgabe bekommen. Schaut man sich die 7 Tugenden der Samurai an, ist der Unterschied nicht groß zu dem, was in unseren Breitengraden als Tugend verstanden wird. Der Unterschied liegt wahrscheinlich darin, wie die verschiedenen Kulturen die Tugenden leben. Andere Länder, andere Sitten. Wir hatten Kontakt zu einer Japanerin, die uns hier ein bisschen mit der Symbolik geholfen hat, gerade auch mit den Kimonos. Wir hatten auch Kontakt zu einer Textilerin, die uns nochmal was zu der Beschaffenheit der Kimonos erzählt hat. Und wie gesagt, ganz wichtig halt, dass wir wirklich japanische Unterstützung hatten, die dann gesagt hat, welches Symbol hat welche Bedeutung, welches Familienwappen auf den Kimonos hat welche Bedeutung. Für die Ausstellungsbesucher heißt es nicht nur schauen, sondern ebenso mitmachen. Einmal können die Besucher den Duft der Kirschblüte hier selber wahrnehmen. Das ist das Besondere. Und wer Lust hat, kann sich selbst einen Kimono anziehen und Bilder damit machen. Und natürlich sich auch im Origami üben. Wie Origami geht, wird in einem Erklärvideo gezeigt. Was noch das Besondere der Ausstellung ist, überall finden sich selbst gebastelte Kirschblüten, die auf Bänder genäht sind. Und jetzt sind wir sehr dankbar, wir hier haben Schulklassen aus der Region uns dabei geholfen, an die 2000 Kirschblüten zu basteln. Auch unsere Mitarbeiter aus dem Gästeservice waren hier daran beteiligt, haben gebastelt und haben hier ganz fleißig genäht. Außerdem kann der Wunschbaum mit Wünschen bestückt werden. Wann dieser Baum anfängt, Wunschblüten zu tragen, kommt darauf an, wann das Schloss Lichtenwalde wieder Besucher empfangen darf. Corona-bedingt ist zurzeit noch alles in der Schwebe. Derzeit ist geplant, die Sonderausstellung bis 31. Oktober 2021 zu zeigen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Sie sehen Wahlwerbung zur Oberbürgermeisterwahl in Limper-Oberfrohna. Für den Inhalt ist der jeweilige Kandidat verantwortlich. Das bin ich. 47 Jahre. 2 Jungs, ein Mädchen. Nudeln mit Tomatensauce. Kochen. Film. Teamspiel. Limper-Oberfrohna. Tablet. Besser eine Kombination als beiden. Seit nunmehr 20 Jahren bin ich kommunalpolitisch für Limper-Oberfrohna unterwegs. Gemeinsam konnten wir Projekte für Vereine, für Infrastruktur und für Schulen realisieren. Mein Ziel? Durch viele Gespräche, insbesondere in den letzten Jahren, ist bereits eine umfangreiche Liste mit Zukunftsthemen und Projekten entstanden. Diese Punkte möchte ich gemeinsam mit Ihnen angehen. Und so packen wir es an.
Lassen Sie uns gemeinsam den Plan für unser Limbacher Fona für morgen verfeinern. Ich freue mich auf Ihre Unterstützung. Natürlich über Ihr Kreuz bei der Wahl am 6.2., aber vor allem auf Ihre Gedanken und Ihre Wünsche für unsere Stadt. Nehmen Sie Platz bei einer meiner Gesprächsrunden. Herzlichen Dank. Sie sahen Wahlwerbung zur Oberbürgermeisterwahl in Limbach-Oberfrohna. Für den Inhalt ist der jeweilige Kandidat verantwortlich. Satkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz. Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website sat-kabel-online.de. Ja, das Labor meldet sich dann bei Ihnen. Wiederhören. Hallo, Herr. Kommen Sie zur Auffrischungsimpfung? Ja. Carpendale? Hello again. Da bin ich wieder. Immer herein in die gute Stube. Nur mit der Auffrischungsimpfung sind Sie bestmöglich gegen schwere Erkrankungen durch das Coronavirus geschützt. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flöha. Dieser Baum im Garten der Familie Pfau in Limbach-Oberfronas Ortsteil Rußdorf dürfte in der Region der bunteste gewesen sein, den man beim Spaziergang am Osterwochenende entdecken konnte, so wie schon in den vergangenen Jahren. Nun, 2021, ist der Baum so bunt wie noch nie zuvor, denn die Familie Pfau hat einen neuen Ostereierrekord aufgestellt. Die haben wir nicht drauf. 5000 Eier sind jetzt am Baum. Diesen Rekord wollten die zwei schon 2020 aufstellen. Jetzt schon waren es ja 4600. Dass die 5000 nicht erreicht wurden, lag an dem ersten Corona-Lockdown. Die Geschäfte hatten geschlossen, sodass die benötigten Ostereier nicht gekauft werden konnten. Ja, und die ist schon genau dasselbe wieder. Ja, das ist ja, wir haben ja wieder die Pandemie hier und wir haben nur, diesmal ging es ja wenigstens, da konnten wir sie bestellen. Und da konnten wir noch hingehen und konnten sie kaufen. Ja, das war schon besser wie eben das letzte Jahr. In diesem Jahr spielte zusätzlich das Wetter ein wenig verrückt, was das Osterbaumschmücken erschwerte. Nur zweimal. Ne? Das war ja das erste Mal schon, wo Schnee kam und da war es ja fast 14 Tage. Das war ja Mitte März und das waren ja fast 14 Tage, wo es so kalt war. So, ja, und dann hat man hier angefangen und haben aufgehangen hier. Und da kam aber eben auch bloß bis ein Drittel vom Baum. Ja, und da war wieder Ruhe, kam wieder Kälte und Sturm. Da hat es mir ja die 120 Stück wieder runtergehauen. Ja. Mit so Graubelschauer dabei. Ja. Und so sind das eben die Tätigkeiten, die wir da haben, um das wieder in Ordnung zu bringen. Ja. Trotz alledem konnte in diesem Jahr das gesteckte Ziel erreicht werden. Das war ja unser Ziel gewesen, dass eben die 5000 Eier drauf sind. Nun ist Schluss. Also mehr können nun nicht mehr nennen. Ja. Ist ja auch kaum noch Platz an den Ästen. Neue Eier werden die trotzdem ab und an sehen. Bei den Aufbäumen und auch bei den Abnehmen gehen welche kaputt. Sind ja auch welche, die da jetzt nur schon 5-6 Jahre alt sind. Da ist ja nur der Herr da raus und wenn man da hingreift, zerfallen sie. Ja, und das ist eben immer wieder, ob das wir da auf den Stand bleiben, müssen wir auch wieder welche kaufen. Solange es die Gesundheit zulässt, auf den Baum zu steigen. Familie Pfau schmückt ihn. Ja, als Freude. Wir haben angefangen mit dem Bohr. Ja, und es ist eben immer mehr geworden und sieht auch schön aus. Ne? Ja. Also, uns freut es selber und es ist auch immer reger Betrieb über Ostern. Gerade am Sonntag hier, da waren sehr viele Leute da. Ja. Und da kommen wir ständig welche halten an hier und betrachten den Baum und freuen sich. Das muss noch machen. Ja. Das hat sich rumgesprochen überall. Das geht bis nach dem Westen und nach Australien haben sie Leute, die da hier eben Verwandte haben und schicken eben das Bild. Ne? Geschmückt wird der Baum so seit
fünf Jahre haben mit dem Bau angefangen. Ne? Da war bloß vorne der erste Ast hier, hing da ein bisschen was dran und so steigert sich das oder hat sich eben gesteigert. Die zwei versuchen dabei stets hintereinander wegzuarbeiten. Da stehen ja 3 Tage, also insgesamt so 15, 16 Stunden stehen wir an dem Baum und in den Behänger, ne, zum Schmücken. Die gehen ja nicht von alleine ran. Ja. Der große Farbtupfer, eine Aufmunterung in einer Zeit, die die Corona-Pandemie für viele trostlos machte. Security an der Jahnturnhalle St. Egidien kennt man aus Zeiten, als hier noch Fasching gefeiert wurde. 2021 fielen die Veranstaltungen der Tillinger aus, so wie überall in Deutschland wegen der Corona-Pandemie. Damit man in der Turnhalle wieder Fasching feiern kann, gilt es, das Coronavirus zu bekämpfen. Das machte man am 2. Aprilwochenende in genau dieser Turnhalle. Es wurde geimpft. Durch die Initiative unseres Bürgermeisters Herrn Überredlich, der sich intensiv darum bemüht hat, ein temporäres Impfzentrum hier zu errichten, in Verbindung mit dem DRK. Diese Bemühungen sind bestimmt 3 Wochen lang haben das gedauert, bis wir dann Klarheit hatten, um hier ein temporäres Impfzentrum einzurichten. Leider kann in Deutschland noch nicht jeder, der möchte, geimpft werden. In St. Egidien werden Personen geimpft von der Altersgruppe 70 aufwärts, sage ich mal, die in die Priorisierungsgruppe 2 fallen. Das Impfzentrum in St. Egidien war am Wochenende ein Angebot für die Bürger von St. Egidien und für die Bürger der Gemeinde Bernsdorf. Die beiden Bürgermeister, die Frau Müller und der Herr Redlich, haben sich diesbezüglich abgestimmt, dass hier in St. Egidien dieses Impfzentrum eingerichtet werden soll. Die Turnhalle eignete sich gut dafür. Die Jan-Turnhalle ist im Besitz der Kommune. Und zumal jetzt leider durch Corona kein Vereinssport stattfindet, war das der naheliegendste Gedanke, die Jan-Turnhalle zum Impfzentrum umzugestalten. Dem Impfteam gehörten hiesige an. Ärzte aus Bernsdorf, die Frau Dr. Wilfrath und Dr. Jürgen Löffler aus St. Egidien sind die impfenden Ärzte in den Impfzentren in Abstimmung mit dem DRK. Um 9 Uhr die Impftüren für die Impfwilligen geöffnet. Also heute, den Samstag und den Sonntag, werden hier 360 Impfungen durchgeführt. So viel Impfstoff ist vom DRK bereitgestellt worden. Auch dann schon wieder geplant für die Zweitimpfung, die in ca. 4 Wochen stattfindet. So ist das momentan. Es wird der Impfstoff Moderna und BioNTech verimpft. In Limbach-Oberfrohna war Ende März für einige Tage ein mobiles Impfteam im Einsatz. Nach dem 16. und 17. April wird nochmals am 24. und 25. April eine Erstimpfung in der Stadthalle durchgeführt. Was ist für St. Egidien geplant? Das wissen wir nicht. Da muss noch eine Abstimmung mit dem DRK erfolgen, wie viel Impfstoff weiter vorhanden ist oder wie jetzt ja, wie bekannt ist, die Hausärzte in das Impfprogramm mit eingestiegen sind. Damit in der Jahnturnhalle geimpft werden konnte, musste einiges vorbereitet werden. Die Vorbereitung der Jahnturnhalle ist durch den Bau der Gemeinde St. Egidien erfolgt. Die Termine für die angeschriebenen Personen wurden in Bernsdorf über die Gemeinde Bernsdorf gemacht und in St. Egidien über die Gemeindeverwaltung St. Egidien. Nachdem am 10. April früh losgelegt werden konnte, blieb nur noch zu sagen: Wir sind froh, dass das hier geklappt hat und dass wir unseren Bürgern diese Möglichkeit geben können, hier in St. Egidien geimpft zu werden, weil es ja vorrangig auch ältere Bürger betrifft, die das Alter von 70 aufwärts, die heutzutage manchmal vielleicht auch nicht so mobil sind. Darum werden auch hier von uns für Fahrzeuge eingesetzt, für Bürger, die hier nicht herkommen können, die werden dann hierher gefahren. Und selbstverständlich wieder nach Hause, nachdem im Ruheraum die ganze Impfaufregung verflogen war. Nachdem das Kuratorium Tag der Sachsen in einer Sondersitzung am 8. April einstimmig beschloss, dass Frankenberg 2022 Ausrichterstadt für Sachsens größtes Volksfest sein soll, war am 24. April der Kuratoriumsvorsitzende Dr. Matthias Rösler zu Gast in Frankenberg, um gemeinsam mit dem Bürgermeister Thomas Fürmenich einen Baum zu pflanzen. Die Ausrichterstadt 2022 Frankenberg.
hat ja nicht nur mit Bravour die Bewerbung geschafft, mit großer Unterstützung, sowohl hier im Stadtrat, in der Stadtgesellschaft, aber auch bei uns im Kuratorium. Und wir haben einen Säulenapfel geschenkt. Bei der Verleihung des Staffelstabes. Und wir sind nach wie vor sehr glücklich mit der Entscheidung und sind fleißig. Hier ist der Herr Raschke dabei, das Programm aufzubauen, das Team zusammenzusetzen, die Feinheiten auszuloben. Und deswegen ist das heute eigentlich eine schöne Markierung, ein schöner Tag und ich freue mich sehr. Und ich weiß nicht, wir werden ja gleich hier so zum Start schreiten, dass dieser Baum eben lange hier an dieses Ereignis erinnern möge und viele, viele Äpfel tragen möge. Ausgesucht hatte man den Winterapfel Pilot, eine sächsische Apfelsorte, aus Pilnitz stammend. Also entwickelt in Sachsen, gezüchtet in Sachsen und auch geholt in Pilnitz. Ja, dann müssen Sie auch hier in sächsischen Boden. Ja. Und dieser Säulenapfel ist nun heute hier gepflanzt worden als Zeichen der Hoffnung. Der Apfelbaum ist ja immer ein Symbol. Sie kennen den berühmten Lutherspruch, wenn morgen die Welt unterginge, ich würde heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Die Welt geht nicht unter, es kommen bessere Zeiten, es wird Frühling, es wird besser, wir werden auch die Corona Pandemie besiegen, indem wir uns, so hoffe ich, in großer Zahl impfen lassen. Und der Tag der Sachsen 2022 ist ja ein Fest der Vereine und Verbände und eigentlich auch ein großer Aufbruch der Bürgergesellschaft hier in Frankenberg. Und darauf arbeiten wir hin. Willst du schon mal ein bisschen festtrampeln? Ja, schön und gerade. Gerade stehen. Ganz gerade ist er nicht. Ja, du musst gerade sein. Jetzt nicht, wir wollen den erstmal festtrampeln. Herr Seifert, sonst haben wir den ganzen Schlamm an unseren Füßen. Das können wir gar nicht riskieren. Ne? Wollen wir den nicht ein bisschen festmachen? So. Ein wunderbarer Winterapfel, der passt zu Frankenberg. Genau. Wir können ja im Moment das Schild mal rumhängen, damit man das auch sehen kann. So. Die Turte Pilot, sehr zu empfehlen. Vom 9. bis 11. September soll 2022 der 29. Tag der Sachsen in Frankenberg stattfinden. Die 29. Auflage fiel Corona-bedingt bereits 2020 in Aue aus und kann 2021 ebenso nicht in Freital durchgeführt werden. Nun sind alle Augen auf Frankenberg gerichtet. Es ist gefühlt schon sehr lang her, als man sich noch feiernd auf Deutschlands Straßen bewegen durfte. Man meint fast, es war zu Dinosaurierzeiten. Dinosaurier waren am Himmelfahrtstag unter anderem in Röhrsdorf unterwegs, verfolgt von einem einsamen Lümmel. Sie gehörten zu den wenigen, die sich bei dem Sauwetter heraustrauten. Dabei hatte man für Männertagswanderer das eine oder andere vorbereitet, so die Strandbar an der Alten Bäckerei in Burgstedt. Wir haben voriges Jahr damit angefangen, aus Hygienegründen, weil wir ja drinnen im Gastraum so viel Abstand halten mussten, dass wir keine Sitzplätze mehr hatten, haben wir gesagt, wir erweitern raus. Und da dieses Jahr abzusehen ist, dass in nächster Zeit gar keine Gastronomieräume geöffnet werden, haben wir dieses Jahr unseren Biergarten noch erweitert, unseren Strandgarten. Und naja, wenn das dann soweit ist, freuen wir uns natürlich auf viele Besucher. Es gibt noch viel zu machen, bis wir soweit sind. Aber ich denke, der Anfang ist gemacht. Und die Leute heute, wenn sie vorbeikommen, können ja sich einen ersten Eindruck holen, dass wir eben hier alles Hygienemaßnahmen einhalten. Kann jeder kommen, haben wir kein Problem. Ja, wir können nichts ändern dran an der ganzen Situation. Wir sind betroffen und hoffen, dass es doch bald besser wird für alle. Der Biergarten durfte Corona-bedingt noch nicht eröffnet werden. Man darf hier ausschenken, aber nur zum Mitnehmen. Also die dürfen innerhalb von 50 Metern, im Kreise von 50 Metern, dieses Bier nicht trinken. Ich will mal sagen, wir haben ja gegenüber einen Park mit Bänken, also so ein Kleinen, da können die sich hinsetzen, wenn sie das wollen. Das ist ja nicht verboten. Aber wir selber auf dem Grundstück dürfen noch keine Bank und nichts hinstellen. So wie auch kein normaler Gaststättenbetrieb möglich ist. Wir haben zurzeit noch Essen außer Haus. Meine Frau macht auf Bestellung Essen zum Abholen. Oder wenn wirklich jemand aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen kann, liefern wir aus. Das hält uns momentan ein bisschen über Wasser, weil die, die mich kennen, die wissen, ich bin Schausteller. Und da haben wir seit Dezember 2019 null Einnahmen. Auch weil viele Feste ausfallen mussten. Wir haben
den Imbiss war, da steht normalerweise auf den Weihnachtsmärkten, auf dem Weihnachtsmarkt in Zwickau, dann haben wir ein Kinderkarussell, eine Schießbude, eine Verlosung und das steht eben nur schon seit 19. In der Vergangenheit war es hilfreich, ein zweites Standbein zu haben. Seit Corona hilft das vielen auch nicht mehr. Die Gaststätte, wie gesagt, haben wir dann vorletztes Jahr, wo wir im Sommer aufmachen konnten, hatten wir auch regen Besuch. Wir hatten den Biergarten, Gott sei Dank, der hat uns ein bisschen über den Winter gebracht. Aber diese Ersparnisse sind ja irgendwann einmal zu Ende. Und die Hilfen kommen entweder sehr spät oder werden immer wieder anders. Und es ändern sich immer die Rahmenbedingungen. Man weiß bald nicht mehr heute, was morgen passiert. Es ist eine Situation, wo keiner so richtig planen kann. Leute können keine Feiern planen. Wir können nicht planen, wie es weitergeht. Es ist einfach nur absurd, was hier los ist. Nun wartet man darauf, dass man wenigstens den Biergarten öffnen kann. Ja, sobald wir öffnen können, legen wir hier Hausen voll los. Ja, also das ist, die Leute freuen sich schon. Die fragen immer, wenn man unterwegs ist, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, na, wann geht es denn bei euch endlich mal wieder los? Und wir freuen uns schon und es ist schon, uns juckt die Hand. Wir wollen. Frisch gezapft ist. Am 13. Mai lag im Landkreis Mittelsachsen die Inzidenz noch bei 238. Laut der sächsischen Corona-Verordnung, die seit 10. Mai gilt, dürfen Gastronomie-Außenanlagen erst bei einer Inzidenz unter 100 öffnen. Wie 2020 gehen auch im zweiten Corona-Jahr mit dem Frühling die Inzidenzzahlen runter, sodass nach und nach Lockerungen der Corona-Regeln vorgenommen werden. Und so hieß es nach langem Stillstand für den Kindermarkt der Kinderhilfe Lichtenstein ab 18. Mai. Wir haben ab heute wieder geöffnet. Das sind natürlich alle die froh, die was brauchen und natürlich wir auch. Zugang haben die Bürger, die den gültigen Tagesnachweis haben, den aktuellen, oder sind geimpft, also wie es überall ist. Geöffnet haben wir jetzt dienstags und donnerstag von 9 bis 17 Uhr. Und wir müssen sagen, unsere Regale sind gefüllt. Viele Muttis waren zu Hause und haben mit ihren Kindern die Zeit genutzt und haben ausgeräumt und haben uns natürlich alles gebracht. Wir konnten nicht abgeben und deshalb hat sich das gesammelt. Der Kindermarkt, der sich am Lichtensteiner Altmarkt befindet. Er ist ein wunderschönes Objekt geworden, dank auch der Frauen, die Frau Eckel, sie ist hier mit. Die Frauen, die machen das nicht, weil sie nur hier sind, die machen das mit Herz. Und das sieht man auch. Es kommt überall gut an und wir würden uns freuen, wenn wir natürlich jetzt abgeben können, denn unsere Lager sind noch prall gefüllt. Man findet hier in Hülle und Fülle Kinderanziehsachen, Spielsachen, Bücher und vieles mehr. Was dafür bezahlt wird, entscheiden die Käufer selbst. Wenn wir was abgeben, erhalten wir eine Spende und von diesen Spenden bestreiten wir die Nebenkosten. Wir müssen eben jetzt versuchen, dass wir sehr, sehr viel losbekommen. Auch eine ehrenamtlich betriebene Einrichtung hat Kosten. Die liefen weiter, trotz dessen, dass nicht geöffnet werden konnte. Selbst in Nicht-Corona-Zeiten lässt sich mit dem Kindermarkt kein Gewinn machen. Weil es kleine Spenden sind, also das hebt sich meistens auf, ne, Frau Egger? Es ist so, dass da nicht groß was übrig bleibt. Löhne haben wir keine, das könnte man gar nicht stemmen. Wir sind alle tätig über die Aktion Wir für Sachsen, wo es praktisch für 20 Stunden Einsatz 40 Euro im Monat gibt. So sind wir aber alle tätig. Unser Verein hat keine Angestellten. Alles im Ehrenamt. Der Kindermarkt ist nur ein Projekt, das die Ehrenamtlichen der Lichtensteiner Kinderhilfe auf die Beine gestellt haben. Wir kümmern uns um Kinder. Wir hatten ja nur wunderbar aufgebaut. Wir hatten 27 Kinder gelistet, die dann die Ferien bei uns verbringen. Wir feiern Geburtstag mit den Kindern. Wir machen jedes Jahr eine Jugendherbergsfahrt und helfen natürlich auch so viel. Wenn Anträge auszufüllen sind, kommen die Familien zu uns. Wir nehmen auch vielen Ämtern Arbeit ab, ich sag's mal so. Es sind vor allem Kinder aus sozial schwachen Familien, denen durch die Arbeit der Kinderhilfe so manches ermöglicht wird. Zum Beispiel ein Bundesferienprogramm.
Wir sind jetzt dabei, das Programm für die Sommerferien vorzubereiten. Da beginnen wir im Juli, wenn alles gut geht, mit einer Geburtstagsfeier. Das ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch, da wir lange keinen Geburtstag mit den Kindern feiern konnten. Da müssen wir das dritte, vierte, erste und zweite Quartal zusammennehmen. Und da haben wir Jugendclub Breit gebunden, mit denen wir eine sehr gute Verbindung haben. Und da wollen wir dann zum Auftakt der Ferien diese Geburtstagsfeier im Jugendclub angehen, Eltern, Geschwister mit einladen, dass wir wieder Bindung zu den Familien bekommen. Es hat ja jetzt auch bei uns was gefehlt. Es war ja nicht mehr, wie es war. Das wird es auch noch eine ganze Zeit nicht sein, was den Kindermarkt angeht. Also abgeben, bitte anmelden, das wäre sehr günstig, dass die Frauen dann auch da sind, dass es natürlich sauber ist, die Ware und im einwandfreien Zustand. Und wer was will, kann sich hier umgucken. Derzeit darf nur eine Person eintreten. Vergessen sollte die nicht den medizinischen Mundschutz. Die Zeit, in der Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna für Besucher geschlossen bleiben musste, nutzten unter anderem die Pinguine, um sich zu vermehren. Ja, wir haben dieses Jahr wieder das große Glück, Nachzuchten zu haben. Trotz der Vogelgrippe hat das geklappt. Die ersten, die sind jetzt schon 3 Wochen alt. Und das letztere, das kleinste, ist gestern geschlüpft. Ne? So 2 Bruten haben leider nie geklappt. Die waren aufgegeben worden, da waren die Eier scheinbar nie befruchtet. Und wir haben die Hoffnung auf noch 6 weitere Küken oder können auf 6 weitere warten, sagen wir mal so, weil wir haben noch 6 Eier da liegen. Am 26. Mai kümmerten sich die Tierpfleger auf besondere Weise um den Nachwuchs. Für die 2-3 Wochen alten Pinguine war unter anderem das Wiegen angesagt. Groß geworden sind sie ja schon mächtig. Die Eltern... Die da gut ruhen, haben schon ein paar Mal probiert, hat aber noch nicht geklappt und die ist schon gleich schwer. Ja, und die wachsen super. Die Prozedur des Wegens war den Kleinen nicht fremd. Im Nest ist es trotzdem bequemer als auf der Waagschale. Aber um in die Zeitung oder ins Fernsehen zu kommen, lässt man noch das über sich ergehen. Nochmal freundlich lächeln und den Kopf ein wenig nach rechts. Wunderbar. Das können die Kleinen schon genauso gut wie die Erwachsenen. Und das Gewicht? Wir haben ihr Gewicht jetzt von voriger Woche zu dieser Woche fast verdoppelt. Und das sieht man, dass die gut versorgen und dass die Jungen auch sehr gut wachsen. Die Tierpfleger sind ebenso gefragt. Ja, dass man die Elterntiere gut versorgt, damit halt die Jungen gut versorgt werden. Am 26. Mai nahmen auch die Tierpfleger die Fütterung vor. Die haben heute auch ihren ersten Fisch bekommen, weil in der ersten Zeit bekommen die Jungtiere von ihren Eltern nur Brei, was die wieder hochwirken und den Jungen füttern. Und wir haben ja gesehen, der Fisch hat reingepasst, da war nicht zu groß. Und dann haben die auch gut abgeschluckt dann. Dann haben sie ihre erste Fischädertablette mitbekommen. Ja, Fischädertablette bekommen Fischfresser deshalb, weil der Fisch wird ja gefroren geliefert und durch Einfrosten auftauen geht Vitamin E und B verloren. Ja. Und das gleichen wir mit der Tablette wieder aus. Dass bislang so aussieht, dass sich der Pinguin-Kindergarten gut füllt, steht natürlich die Frage, was aus dem Nachwuchs wird. Ja, der wird irgendwann mal wahrscheinlich abgegeben werden. Ne? Weil wir sind mit der Pinguinanzahl, die wir an Elterntieren haben, so knapp an der oberen Grenze. Also gänge noch ein bisschen. Und das ist aber der Luft, den wir brauchen, wenn Jungtiere nicht gleich verkauft werden können oder abgegeben werden können, dass die sozusagen noch da bleiben können, eine Weile. Zurzeit leben im Pinguinland des Amerika-Tierparks 16 Alttiere und 5 Jungtiere sind da, plus die 3, die wir heute gesehen haben. Zum Trio gehörte der jüngste Pinguin. Am 26. Mai, einen Tag alt, 150 Gramm schwer und noch nicht so entspannt wie die 2 anderen. Deswegen ging es auch ganz schnell husch husch zurück ins Körbchen. Zu ein wenig erbosten Mutter Selina. Nachdem die Pinguine vormachten, wie das mit dem Nachwuchs geht, machen es zurzeit unter anderem die Inka-Seeschwalben nach. Mal sehen, wann hier aus den Eiern geschlüpft wird. Anstehen hieß es am 5. Juni, um einen der heiß begehrten Plätze in der Stadtkirche St. Petri Augustusburg zu bekommen. In der Corona-Pandemie wegen den Hygienevorschriften noch schwieriger als in normalen Zeiten. Erleben wollten die Besucher das Eröffnungskonzert des mittlerweile 3. Augustusburger Musiksommers.
Das gestaltete unter der Leitung von Pascal Kaufmann die junge Philharmonie Augustusburg. Als erstes erklang Ludwig van Beethovens Ouvertüre in C-Dur, die Weihe des Hauses. Anlass war 125 Jahre Kirchweihe. Die Kirche St. Petri wurde erstmals 1444 errichtet. Nach 1831 brannte sie 1893 zum zweiten Mal vollständig aus. Ein Jahr später ging man den Wiederaufbau an. Und schon 1896, ganz genau am 27. September, wurde die wiedererrichtete Kirche geweiht. Die Orgel der Gebrüder Jämlich ist eine der größten in Mittelsachsen. Die sollte an diesem Tag ebenso erklingen. Gespielt wurde die sogenannte Königin der Instrumente von Markus Kaufmann, Domorganist in Quedlinburg. Für das Publikum ließ Markus Kaufmann zusammen mit dem Orchester Camille Saint-Saëns Symphonie Nummer 3 in C-Moll die Orgelsymphonie erklingen. Der Konzertabend am 5. Juni war eine erfolgreiche Eröffnung des Augustusburger Musiksommers. Das Abschlusskonzert findet am 31. Juli statt. Dazwischen, aber auch danach, gibt es ein umfangreiches Konzertprogramm in Augustusburg, über das man sich im Internet unter Augustusburger Musiksommer informieren kann. Vertreter vom Deutschen und Jugendrotkreuz Hartmannsdorf waren am 18. Juni im Einsatz bei den Vorschulkindern. Es war kein Notfall, sondern wir sind ganz einfach mal gerufen worden, um hier mal eine kleine Vorführung zu machen, um mal eine kleine Einführung zu machen. Das machen wir auch gerne, weil wir auch immer an unser Nachwuchs denken müssen, dass wir Nachwuchs gewinnen. Und da machen wir gerne mal so eine kleine Übungsgruppe und zeigen mal ein paar Verbände. Bevor es losging, wurden erst einmal Handschuhe ausgeteilt. Will noch jemand ein paar? Will jemand keine? Ich möchte welche. Krieg ich rote? Die passen
Ich möchte blaue. Ich möchte jemand grüne. Ich habe schon welche. Aber die blaue. Was brauchen wir denn die? Gummi Handschuhe. Ja, und wir brauchen sie, wenn was Ekliges da ist und was giftig ist. Komm, nimm, richtig. Die Vorschulkinder waren ordentlich bei der Sache. Den Besuch vom DRK gibt es nicht alle Tage. Den Mitgliedern geht es darum, es ist ganz einfach, die jungen Leute zu begeistern, dass sie sagen irgendwann später, ja, das war gut, das hat uns gefallen und da haben wir Interesse dran, auch mal jemand zu helfen, zu verbinden. Und so geht das dann meistens in der ersten, zweiten Klasse, kommen sie dann zu uns und besuchen dann unsere Jungsolidäter. Normalerweise setze ich immer Verletzter, aber damit ihr es besser seht, bleibe ich mal stehen. Ne? In der Vorschule waren die Hartmannsdorfer DRKler zum ersten Mal. Sonst beginnen wir meistens im Hort, erste Klasse. Dass man nun den Vorschülern Einblick in die Erste Hilfe gab, hat den Hintergrund. Die Vorschule hat eine Verkehrsschulung und in diesem Raum gehört auch außer Verkehr eben die DRK-Ausbildung und die übernehmen wir dieses Jahr bei den Vorschülern. Die durften nicht nur zuhören und zuschauen, sondern sich selbst ausprobieren. Der erste Eindruck? Ja, gut eigentlich. Es ist immer so, viele haben schon Vorwissen irgendwo mal was gehört, Mutter, Krankenschwester und so, und da wissen sie schon Bescheid und die anderen Kinder werden dann mitgezogen und so müssen wir mal ganz langsam anfangen. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wichtig ist vor allem, den Kindern die Schuld zu nehmen, zu handeln, wenn mal etwas passiert. Ja, das ist immer nicht verkehrt, wenn sie auch wissen, dass man dann Hilfe rufen muss, Notruf und so weiter. Man muss ja nicht alles alleine machen. Ja, das Verbinden geht dann mit einher. Und so lerne auch mal was. Viele haben auch Haustiere und da kann man auch mal, wenn ein Tier passiert, kann man natürlich Erste Hilfe auch beim Tier anwenden. Keine Angst vor der Ersten Hilfe, immer mutig rangehen, es kann nichts passieren. Wir haben es heute auch mal gemacht, wir haben heute allen mal die Handschuhe ausgegeben, dass ihr auch mal die Handschuhe mit anziehen könnt zum Eigenschutz. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. So wie bei den Jugendrotkreuzlern. Wir sind noch in unseren Übungsgruppen montags von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Und dort sichten wir dann den Nachwuchs und teilen den dann in weitere Gruppen auf. Man muss sagen, endlich dürfen sich die Übungsgruppen wieder treffen. Ja, Corona war Stillstand bei uns. Was heißt Stillstand? Wir haben immer so gut wie es ging, haben wir über Videokonferenzen Erste Hilfe gemacht, Aufgaben verteilt und mehr oder minder wurde es angenommen, es ist nicht jedermanns Sache. Videokonferenz. Beim Hartmannsdorfer Jugendrotkreuz machen übrigens nicht nur Hartmannsdorfer mit. Ja, wir haben in der Nachwuchsarbeit in anderen Kommunen Probleme und da kommen einige zu uns nach Hartmannsdorf, die davon hören und werden natürlich dann in Hartmannsdorf ausgebildet. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir in unserer Schule auch viele Schüler aus anderen Orten haben, wo sich das dann rumspricht, wenn es denn gefallen hat und wir tun da niemanden zurückweisen. Sie können alle zu uns kommen und wir bilden sie dann entsprechend aus. Und man sieht ja, es macht noch Spaß und sie sind jetzt schön selber, dass sie jetzt schön sich beschäftigen damit, mal Kinder selber auszubilden. Den Vorschulkindern macht es ebenso Spaß und vielleicht wird das eine oder andere beim Jugendrotkreuz in Hartmannsdorf dabei sein. Ist deine Mutti Krankenschwester? Du machst das ja hervorragend. Im vergangenen Jahr fiel das MotoGP-Rennen auf dem Sachsenring aus. Fans waren an dem geplanten Wochenende trotzdem vor Ort, um gemeinsam um die Rennstrecke zu spazieren. In diesem Jahr fand das Sachsenring-Rennen statt, am 3. Juni-Wochenende. Nur waren wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen. Motorradsportfans reisten trotzdem an, allerdings nicht um zu spazieren, sondern um am Außenzaun Sachsenring Luft zu schnuppern und den vertrauten Klängen zu lauschen. Gänsehaut pur.
Sehr geil. Einwandfrei. Gibt nichts Besseres. Grüße aus Bayern. Valentino. Großes Lebenselixier eigentlich. Ich bin der Ronald aus Marienberg, Käfer genannt, und mich hat es einfach hergezogen. Ich wollte das wieder mal sehen. Letztes Jahr haben sie uns ja gar nicht hergelassen. Dieses Jahr können wir wenigstens in die Nähe kommen und schaut dahinter. Man könnte heulen, aber wir müssen es hinnehmen. Ne? Ist ein super Ding hier, aber schade. Es ist traurig, dass wir nicht dran dürfen. Ja. Also keine Möglichkeit, mal so über den Zaun zu gucken. Ne? Ja, das, was man sehen kann, fürs Feeling schön, aber läuft dabei wäre natürlich besser, ne? Auf dem Platz, so wie das eigentlich alles geplant war, aber schade drum, ist wie es ist. Aber man hat den Weg trotzdem auf sich genommen, man war mal da, hoffen wir, dass nächstes Jahr was wird. Ich bin alter Sachsenring-Fan und komme seit meiner frühesten Jugend hierher. Früher sind wir von Dittersdorf aus mit dem Fahrrad gefahren, sonnabends nach der Schule. Ja, aber da wir noch jung sind, kommen wir nächstes Jahr wieder. Ja, wir kommen eigentlich, seitdem es den Sachsenring gibt und wir Moped fahren können, kommen wir auf den Sachsenring. Das ist eigentlich mehr schon Verpflichtung, mehr oder weniger. Immer wieder gerne, aber leider macht es uns ja dieses Jahr wieder einen Strich durch die Rechnung. Da kann man leider nichts machen. Wir das Beste draus machen, dass wir wenigstens ein bisschen was hören davon. Also Sachsenring ohne Zuschauer ist natürlich schade. Trotzdem haben sich hier ein paar versammelt. Wir versuchen ein bisschen was von der Atmosphäre uns reinzuziehen. Ja, und hoffen dann natürlich aufs nächste Jahr. Man ist so groß geworden, nicht? Und man ist froh nach der Wende, wo das dann wieder losging, nicht? Und die Strecke hier, das war schon schön. Quatsch, ist alles jetzt gekommen. Müssen wir nächstes Jahr wieder kommen und hoffen, dass es wieder besser wird. Genau. Während die einen längs am Straßenrand vom Sachsenring einzogen, was möglich war, protestierten andere mit Motorrad gegen das Geisterrennen. Gestartet war der angemeldete Motorradkorso in Nossen. Er führte über mehrere Landstraßen zum Sachsenring und endete auf dem Parkplatz mit einer Abschlusskundgebung. Wie die Polizei per Medieninformation mitteilte, verlief alles ohne Störungen. An dem Wochenende waren rund 250 Beamte im Einsatz. Nun hoffen alle, dass 2022 der Motorrad-Grand Prix in alter Tradition stattfinden und die Region in gewohnter Weise feiern kann. Das Licht ausrichten, wie man es gewohnt ist. Wenngleich das jetzt schon wieder gewöhnungsbedürftig ist, denn wann hat man das zum letzten Mal erlebt? Dass vor allem alarmrotes Licht gesetzt wurde, kam nicht von ungefähr. Es herrscht Alarmstufe Rot. Am 22. Juni startete um 22 Uhr die zweite Night of Light. Vor allem in Deutschland wurden bekannte Bauwerke in rotes Licht getaucht. Eine Aktion der Veranstaltungsbranche, die damit auf die Notlage aufmerksam machen möchte, in die sie durch die Corona-Pandemie geriet. Wieder mit dabei Peter Henschel und Rai Krottloff von PR Sound und Light Project, die im vergangenen Jahr das Textil- und Rennsportmuseum und nun das Berggasthaus in Hohenstein-Ernsthal rot anstrahlten. Momentan sind wir im 15. Monat des Lockdowns für uns. Das heißt, 15 Monate keine Einnahmen für unsere Firmen, für unsere Geschäfte. Momentan zeichnet sich auch nicht ab, dass gewisse Lockerungen gerade für Tanzveranstaltungen in Aussicht stehen. Mit der ab 1. Juli in Sachsen geltenden Corona-Schutzverordnung nur, wenn die 7-Tage-Inzidenz an 5 aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Schwellenwert 10 liegt. Je mehr der Inzidenzwert wieder steigt, desto näher kommt man dem nächsten Lockdown. Heißt, dann steht eine weitere Zwangspause für die Veranstaltungsbranche an. Man hat ja immer wieder gehört, dass es Hilfen gab. Es wurden voriges Jahr für die Zeit des Lockdowns Hilfen angeboten, die uns in keinster Weise erreicht haben. Die Zugänge zu gewissen Förderungen sind so hoch gesteckt, dass das ein Kleinunternehmen oder beziehungsweise kleine Firmen, die ihr Geschäft im Nebengewerbe tätigen, überhaupt gar nicht in den Genuss solcher Förderungen kommen. Das Problem ist, auch wir Nebengewerbler haben unsere laufenden Kosten. Es müssen Finanzierungen getätigt werden, die Banken sitzen einem im Nacken und das Ganze muss finanziert werden ohne Einnahmen. Und das ist ein Riesenproblem.
Zudem kommt, dass man nicht weiß, wie es mit der Corona-Pandemie weitergeht. Alles, was zurzeit möglich ist, ist es nur mit Hygienekonzept. Ein Hygienekonzept ist natürlich keine Frage, ist wichtig. Die Problematik besteht ja für die meisten Veranstalter darin, die umzusetzen. Das geht bei Kontaktverfolgung los, das geht über die Abgrenzung des Veranstaltungsgeländes weiter, was natürlich alles finanziert werden muss. So, und dann überlegt der eine oder andere Veranstalter, dann seine Veranstaltung halt nicht durchzuführen, was für uns natürlich nicht gut ist. Es sind bereits einige Veranstaltungen, die für dieses Jahr abgesagt wurden. Also uns speziell betrifft das bis jetzt, dass das Heidelbergfest in Wüstenbrand für dieses Jahr abgesagt wurde. Wir hatten im Leipziger Rahmen einige Veranstaltungen, die natürlich genauso abgesagt wurden. Und was in Zukunft passiert, können wir nicht einschätzen. Die Auftragsbücher sind relativ voll. Schon resultierend aus den Verträgen, die letztes Jahr verschoben wurden auf dieses Jahr. Aber wie gesagt, wir haben zurzeit noch keine Perspektive, wie es weitergehen soll. Das Heidelbergfest sollte wie gewohnt zum Monatswechsel Juli-August stattfinden. Dass es nun doch wieder ausfällt. Die Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht. Allerdings ist das gerade das Heidelbergfest das Besondere. Wir sind ja weniger Rummel, sondern mehr ein Fest der Geselligkeit. Es wird ausgestattet oder ausgerichtet von Ehrenamtlichen. Und wir tun uns natürlich als Ehrenamtliche dann noch wesentlich schwerer, diese Verordnungen umzusetzen. Und wir haben dann für uns entschieden, dass Kosten und Nutzen da nicht im Verhältnis stehen. Weil wenn man mit Abstand ein geselliges Fest machen möchte, dann spiegelt das nicht das wider, was wir unter einem Heidelbergfest verstehen. Die Verordnungen verlangen den Organisatoren so einiges ab. Also mit Kosten-Nutzen meinen wir im Prinzip hier nicht nur den finanziellen Aspekt, sondern auch dieses Herzblut, was die Wüstenbrander Bürger dort dran setzen, um die wenigen Stunden Heidelbergfest attraktiv zu gestalten. Unter anderem würde wahrscheinlich das Bierzelt wegfallen müssen, weil dort zu viele Menschen auf engem Raum sind. Und die Schlechtwettervariante spielt ja immer dann mit einer Rolle. Wir haben nur 2 Tage. Die 2 Tage wollen wir effektiv nutzen und der Aufwand wäre einfach dieses Jahr zu groß gewesen. Und es kommt dann auch der Hinweis von den Budenbetreibern, dass wir doch bitte auf dieses Jahr verzichten sollen und dafür nächstes Jahr richtig Gas geben und ein tolles Fest machen und dann wieder ein Heidelbergfest erleben, wie wir uns das vorstellen und die letzten Jahre erfolgreich durchgeführt haben. Nicht nur das Heidelbergfest findet im Hohenstein-Ernsthaler Ortsteil Wüstenbrand statt. Also Halloween, das Fest, was organisiert wird, federführend von DJ Alex, hat sich ja schon zu einer Traditionsveranstaltung in Wüstenbrand entwickelt. Wir hoffen ganz sehr, dass diese Veranstaltung in Wüstenbrand stattfinden kann. Und ich würde mich persönlich dafür stark machen, dass wir vielleicht, wenn das stattfindet, dieses noch aufgewertet wird und dass wir zum Beispiel noch eine Lichternacht daraus machen. Und wie wir das heute hier sehen, so etwas Ähnliches auch auf dem Heidelberg im Wüstenbrand stattfinden könnte. Schön wäre es. Weil Kultur ist wichtig und wenn hoffentlich bald die Corona-Zeit vorbei ist, wollen wir ja gemeinsam wieder Kultur erleben und da ist das Überleben der Kulturschaffenden existenziell für uns alle. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flöha.